Na gut, Südamerika, in Südamerika, ja, ganz normal in Südamerika. Schnellwutz, du, in Südamerika sind wir natürlich nicht, aber du bist ja jetzt auch momentan nicht in Südamerika, sondern bist da in Wien bei mir und du bist jetzt 2,5 Jahre, glaube ich, in Südamerika gewesen mit dem Motorradl und ich glaube, jetzt in ein paar Wochen fährst du eh wieder um mich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Na, hallo, schau. Der ist aber auch nicht aus Südamerika, oder? Natürlich so lieb. Ja. Darf man dich streicheln? Nein. Ja? Na, schau. Ja. 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 Da, wo der Schneidwutz ist, sind immer die Hunde. Ja. 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 Du, Schneidwutz, mit Hunden hast du viel Erfahrung, gell? Ja, ich liebe Hunde. Achso, ja genau. Nicht, dass ich wieder drauf druck. Ja, komm, aus. Herrlich. Ja, Hund, ich liebe Hunde. Und wir sind dann, wir sind mal auch nicht zugelaufen in der Wüste. Da bin ich irgendwo, ja, habe ich einen Wildcampierplatz gesucht, mit einem Blick auf den Pazifik und da ist so ein Wind gegangen. Da bin ich dann stundenlang durch die, irgendwo kreuz und quer durch die Wüsten gefahren. Bis ich jetzt Platz halt gefunden habe, wo kein Wind geht, dort habe ich dann das Zelt aufgebaut, bin dann nochmal gegangen, habe einen Sonnenuntergang angeschaut über den Pazifik und wie ich zurückkomme, sitzt in der Ecke von meinem Zelt so 8-9 Wochen alter Welpe und ja, die ist anscheinend dort ausgesetzt worden und hat den Windschutz gesucht und die habe ich quasi dann das Leben gerettet. Die habe ich dann in eine Tierklinik gebracht, in die Jacken reingesteckt. Und das war, und dann habe ich nicht gewusst, springt die raus oder was dem Gelände dann fahren, wenn es rüttelt und die ist ganz ruhig gewesen, hat die Pfoten auf dem Tankrucksack aufgestellt und die ist Motorrad gefahren mit mir und die habe ich dann in die nächste Stadt gebracht, 40 Kilometer rundherum war da nichts, nur Wüste und deswegen, ja, nein, Hund kennen bei mir, ich habe ein großes Hundeherz, ja. Aber das heißt, wie du den Hund dann abgeben hast, das war sicher irrsinnig schwer. Ja, und heute noch zieht es mir das Herz zusammen, wenn ich dran denken muss, es tut ein bisschen so, aber es ist halt einfach nicht, es war nicht möglich gewesen, aber ja, da hat die hat den richtigen Menschen gefunden. Ja. Die hat den richtigen gefunden und die ist bei mir geblieben und die komplettes Vertrauen und na. Und ab, dann habe ich es da drinnen stecken gehabt in den Jacken und ab 50 km/h hat es dann den Kopf eingesteckt in die Jacken und hat sie versteckt, weil das war dann zu viel Wind. Und sonst was da ist, na herrlich, ja. Ganz so du, jetzt Schneidwutz, wir haben uns unterhalten auf der Bikers World in Salzburg, bevor du noch weggefahren bist. Das war, glaube ich, irgendwann 2020 oder so. 2019. Oder 2019 ist das gewesen. 2019. Und da hast du gesagt, ja, jetzt fährst du dort um und dann fährst du von der Südspitze Südamerikas, fährst auf bis nach Alaska und dann bist du tatsächlich umgefahren dort, aber dann hat es dich sofort in Chile hat es in den Lockdown reingehauen, aber ordentlich, oder? Ja, da ist dann alles zu gewesen. Also das habe ich auch nicht. Ich war 2,5 Monate unterwegs und war ja, gerade unterwegs Richtung Bolivien im Kopf halt. Und ja, der Plan war, dass ich in 1,5 Jahren in Alaska oben bin. Ja, dann sind 23 Monate Chile draus geworden. Weil du hättest zwar rausfliegen können und reinfliegen, das war kein Problem gewesen, aber über die Landesgrenzen waren halt dicht, die haben es zugehabt. Und du bist halt, also ich bin halt mit meinem Salzburg-Landtafel bin ich halt nicht mehr rausgekommen, da, weil war alles zu. Dann habe ich mir am Anfang habe ich nicht gewusst, muss man jetzt das Land verlassen, muss man als Ausländer jetzt, muss man heimfliegen oder was passiert. Jetzt hat ja keiner gewusst, was da los ist. Und dann habe ich einfach mal den Kopf runter dann, wie eine Schildkröte eingezogen und war nicht auffällig. War da in einem Hotel bei einer Familie und da war ich offiziell der Musiklehrer von den Kindern. Ein Hotel, ich meine, das war im Endeffekt, das war so eine Surte, oder? Das war so ein riesiges Zelt, wo du warst. Ja, die haben so ein Zelt draußen gehabt und dann diese Domes, diese Bungalows, diese Runden, von denen haben sie zwei gehabt und drinnen ein Zimmer. Und ich bin dann zuerst in einem Zimmer gewesen, dann habe ich gesagt, na, wenn da draußen das Zelt frei ist, dann haue ich mir ins Zelt rein. Das war eine Jurte, weil ich mag sie im Zelt. Und dann war ich dort 3 Tage drin und dann bin ich drauf, dann haben sie mir gesagt, ich kann in einen von diesen Kugeln kann ich auch rein. Na, und das ist halt dann am Ende vom Grundstück gewesen und da war ich ganz allein, da habe ich eine Küche gehabt, ein Badezimmer und dann haben wir das unter den Nagel gerissen quasi. Und dann bin ich dort, 4 Monate bin ich dort gewesen in dem Ding drinnen, ja. Aber ja. Du, weißt du,
bei uns ist es so gewesen, wir waren ja selber alle irgendwie, hat uns dieser Virus komplett überrascht. Das war ja ein Wahnsinn. Und da am Anfang hat man geglaubt, na gut, das ist jetzt 2-3 Monate oder so. Nicht? Aber das hat dann jetzt letztendlich, also deine komplette Zeit in Südamerika hat das natürlich auch geprägt, oder? Ja, es ist alles ganz anders dann gekommen, als ich eigentlich geplant habe. Und dafür bin ich aber eigentlich auch dankbar, weil vorher habe ich halt immer dieses Ziel gehabt, 1,5 Jahre, dann muss ich oben sein. Und das ist ja dann wenn dann die Zeit vergeht, dann kriegst du dann irgendwann einen Stress, weil du denkst, na, die muss jetzt weiter, und das ist dann auf einmal weg gewesen, weil dann war es einfach nicht mehr das Ziel zu erreichen, sondern ich warte jetzt einfach einmal aus, und da habe ich eh ein Video gemacht, und dann habe ich noch im Video gesagt, ja, das wird 2 Monate dauern, vielleicht 3. Weil ich war zur Schweinegrippe, war ich nämlich in Mexiko, und da bin ich auch drüben gewesen, und dann bin ich halt am ersten Tag, nachdem Chichen Itza diese Ausgrabungsstätte da in Yucatan aufgesperrt hat dort, und da war ich halt allein. Und dann haben wir gedacht, nein, das wird da genauso sein, das wird 2 Monate dauern, und du hast alles für dich allein, und deswegen bin ich geblieben, weil ich gesagt habe, ich war jetzt 2,5 Monate unterwegs geplant, mit 1,5 Jahren, da schickst du das nicht heim. Da habe ich gedacht, und daheim hätte ja nichts auf mich gewartet. Und du hast gesagt, ich habe Zeit, und das schaue ich mir an, das sieht sich aus. Aber dass es die 2 Monate, 23 Monate werden, habe ich auch nicht geglaubt. Ich habe dann, wie aus Chile raus bin, habe ich 562 Tage Overstay gehabt auf meinem Visum. Das ist ein Wahnsinn. Aber da habe ich eine kleine Strafzeit. Also ich habe mich selber angemeldet und gesagt, ich habe das überzogen. Dann schicken sie dazu, kriegst du eine Strafe. Und das waren 180 Euro oder sowas. Das ist okay gewesen, und dann... Ja, das habe ich relativ früh rausgefunden, dass das nicht mehr ist, wenn es die dann. Und dann habe ich halt gesagt, ja, solange es dauert, dauert es. Und dann, ja. Dann kriegst du nach ein paar Monaten, hast du ein Gefühl dafür gekriegt, wie ich habe dann noch kein gut Spanisch gesprochen, dann habe ich nicht rausfinden können, wo kann ich jetzt hinfahren, wo kann ich nicht hinfahren, wo ist Quarantäne 1-Sperrzone, Quarantäne 2 und 3. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Aber wie ich es rausgefunden habe, bin ich das zweite Mal nach Patagonien runter und habe dann quasi, bin so Slalom gefahren zwischen den Bezirken, wo gesperrt war. Und da bin ich dann einfach, ja, kreuz und quer, dann trotzdem haben wir nach Süden noch einmal vorgekämpft. Ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, wie es geht und was man machen muss, eben wo man PCR-Tests machen lassen kann als Ausländer und wie das funktioniert. Aber dann ist es eigentlich ganz gut gegangen. Aber es hat am Anfang, bevor das noch war, glaube ich, hat es 2 Sachen gegeben, die wirklich arg waren. Das eine ist gewesen, dass du, glaube ich, gleich in der ersten Woche hast dich ausbreitet, in Zicherl. Und das zweite ist gewesen, diese Straßensperre, du hast ja ein Video gehabt. Na, das war aber nicht ohne. Aber vielleicht bleiben wir mal beim Zicherl. Ja, genau. Ich habe ja keine Erfahrung gehabt im Geländefahren. Ich hab 300.000 Kilometer am Hintern auf Asphalt, und da weiß ich, was man macht halt. Und ich habe im Gelände bin ich nie wirklich unterwegs gewesen, und das war für mich Neuland. Und ich bin halt am Anfang bin ich gleich angegast, und dann war da so Schotter-Sandstraßen, und da bin ich halt Vollgas rein, und dann ist ein Auto entgegengekommen. Ich bin auf die Seiten rausgefahren, da war tieferer Sand, und wie du das halt gewohnt bist vom Asphalt, bin ich halt vom Gas gegangen und da hat es mir schon, und dann fängt, dann geht das Momentum geht aufs Vorderradl, und du hast aber keinen Grip, und dann fängt es an zum Schwimmen, und dann hat es mich halt falsch gerissen. Dann hat es das Motorrad überschlagen, mir hat das Motorrad dann auf den Schuh, auf den Stiefel drauf, und dann halt durch den Stiefel durch die Sicherheitsstufe in den großen Zechen gebrochen. Dann habe ich einmal, okay, was die, dann zuerst einmal, okay, auf Zeiten setzen, was ist, okay, na der Zechen, das kann sein, dass der ab ist. Und dann habe ich halt eine Woche Pause gemacht auf einem Campingplatz, hab das, und dann bis ich wieder in den Motorradstufe reinkomme. Und wie ich wieder reingekommen bin, dann bin ich halt weitergefahren. Und wenn ich mal was tue, dann mache ich halt Pause. Und dann warte ich irgendwo, bis das wieder gut ist. Und dann bin ich, weil ich habe gesagt, das gibt es jetzt nicht. Jetzt bin ich da nicht einmal eine Stunde unterwegs, und dann kann ich wieder alles zurück und Motorrad in den Container heim, und das war's dann. Dann habe ich mir gedacht, du Trottel, habe ich mir gedacht. Aber dann, das war im Endeffekt war es ja dann gut, dass das gleich am Anfang war, weil da habe ich gleich den quasi auch nicht auf den Deckel gekriegt, und dann habe ich einfach viel mehr aufgepasst, dann war ich viel vorsichtiger und bin dann nicht mehr mit 70, 80 die Sandstraße gefahren, sondern einfach nur mit 40. Und wenn es dann umfliegt, dann fliegt es dann um, dann überschlagt es dir nicht oder dann dreht es nicht, und dann das war gerade, dann habe ich den Dämpfer gekriegt und dann habe ich es einfach langsam gelernt. Und ich gehe immer ganz gerne an die Grenzen, und meistens tue ich mir dabei auch weh, aber dann weißt du, wo es sind.
und dann kommst du da nicht mehr hin, dann kommst du da nicht mehr drüber. Und das, also mehr ist dann auch nicht passiert. Also mir ist dann schon noch einige Male umgefallen, also insgesamt sicher 20, 30 Mal. Das passiert einfach, wenn du dann im Gelände unterwegs bist, aber nichts Schlimmes mehr, also nichts. Also ich habe es dann nicht mehr, ja, ich habe dann gewusst, was ich tue, und vorher habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich tue. Aber das, also wie gesagt, das habe ich mitverfolgt und habe mir zuerst gedacht, nein, Alter, jetzt hat er sich gleich niedergelegt und gleich, das ist ein Wahnsinn, was ist das für ein Witz, das muss man ja langsamer angehen, so habe ich mir das gedacht. Dann habe ich aber eh gemerkt, na, ey, harter Hund, das geht jetzt eh weiter. Und dann ist das gewesen, wo ich mir wirklich gedacht habe, na, habe derer, das war das mit der Straßensperre, das ist nämlich super im Video drin, wo auf einmal die Straßen gesperrt ist, von irgendwie, ich weiß bis heute nicht, was das für Leute waren und was das für eine Situation war, aber ich glaube, das war ernst und du hast dich dann entschieden, Alter, sicher nicht, da fahre ich jetzt ganz normal durch, aber es war eine ernste Situation, oder? Ich habe am Anfang geglaubt, dass da ein Unfall gewesen ist und dass ein Auto brennt und dass die Autos, die vor mir gestanden sind, so quasi wie Schaulustige sind. Und ja. Dann haben wir gedacht, naja, ich brauche nicht schauen, sondern ich habe eher Gelände, ich fahre auf die Seiten an der Straße und fahre da vorbei. Ja. Und dann bin ich da immer näher gekommen und habe gesehen, dass das Autoreifen sind, die da brennen und dass da die Taue gelegen sind, dass man nicht schnell vorbeifahren kann. Ja. Meiner Urme war das wurscht, die Taue, da fährst du drüber. Ja. Deswegen bin ich, und dann habe ich gesehen, dass schon auf mich zurennen und mich vom Motorrad fischen wollen. Und ich hab auch nicht gewusst, dann habe ich gesagt, na sicher nicht. Ne, da. Dann habe ich halt Gas gegeben und dann bin ich da weg gewesen. Dann habe ich auch ein bisschen gebraucht, was ist da los gewesen. Aber anscheinend waren da, das war in Argentinien, das war aber noch vor der Pandemie, das waren anscheinend Minenarbeiter, die gegen irgendwelche Widerstände oder demonstriert haben oder protestiert haben. Und ja, da habe ich halt geschaut, dass ich dort durchkomme und weiterkomme und weg da. Ich habe inzwischen aber daraus gelernt, inzwischen weiß ich ja, gut, inzwischen bleibe ich stehen und dann frage ich, wer da zuständig ist, erkläre mir die Situation, ich bin ein Tourist, ich habe damit nichts zu tun und dann unterstütze die und was die und komme sicher durch. Und weil das hätte ja sein können, dass die dann in die Autos hupfen, mir nachfahren und dann habe ich eine, aber die Grenze nach Chile war 6 Kilometer weg und ich habe gesagt, na, fahr ich erst zur Grenze, über die Grenze drüber und wieder schauen. Aber ja, ich meine, wenn einer demonstriert und protestiert, dann haben die haben schon meistens einen Grund, warum sie es machen. Und dann, ich habe ja Empathie. Und inzwischen würde ich stehen bleiben und fragen, was macht es, was ist denn los? Aber damals habe ich ja noch kein Spanisch kennen, da hätte ich nicht gewusst, was ich inzwischen gegangen schon. Na, aber ich habe nämlich geglaubt, das ist vielleicht irgendwas als eine Bande, die jetzt einfach alles kollektiv ausraubt. Aber sowas war das nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht stehen geblieben und habe sie ja nicht gefragt. Aber das war halt eine große Minenstadt. Und deswegen habe ich geglaubt, dass das irgendwie gegen die Umstände bei der Arbeit oder was demonstriert. Ich weiß es nicht, was es wirklich war. Da haben wir auf alle Fälle gedacht, na, wunderbar, in Schneidwutz taugt es, ich brauche das nicht. Weißt du, das war mir dann schon ein bisschen zu viel. Und was dann auch ist, ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt halt so unfassbar viel Wert auf Sicherheit legt, ganz sicher nicht, aber ich bin halt schon wahnsinnig froh, dass ich jetzt in so einem Land lebe mit einer mörderischen Krankenversicherung und wenn irgendwas ist, kann ich in ein Krankenhaus gehen oder zu einem Arzt gehen und die fliegen mir wieder zusammen. Und das ist, glaube ich, in den Ländern auch ein bisschen schwieriger. Hast du irgendwas eine Krankenversicherung gehabt oder wie bist du das angegangen? Ich habe zuerst, wie ich los bin, habe ich mir einfach die private Krankenversorgung in Österreich, die habe ich halt privat dann einzahlt und weiterzahlt und habe mir gedacht, wenn was passiert, dann lasse ich mich zurückbringen nach Österreich und kann mich dann versorgen lassen. Ja. Das war am Anfang und habe dann aber bei der Reise dann andere Motorradreisende kennengelernt, die eben eine Versicherung gehabt haben, die auf der ganzen Welt gibt. Also die sind auf der ganzen Welt bis gesundheitsversichert. Und außer in der Schweiz, in den USA und Kanada, das muss man dann extra abschließen, wenn man dort wäre. Und diese Versicherung habe ich dann abgeschlossen, habe quasi die Privatversicherung in Österreich gekündigt und bin nicht mehr angemeldet, nicht mehr versichert. Aber ich habe die Gesundheitsversicherung, die auf der ganzen Welt gilt. Und dann muss man halt, ja, da muss man zuerst, also wenn du geröntgt bist, musst du halt die Röntgenbilder selber zahlen noch und das kannst du dann einreichen und dann kriegst du es wieder zurück von der Versicherung, wenn was ist. Okay. Aber ja, und es ist, ja. Wenn was Schlimmes passiert, dann ist eh, solange ich mein Kopf verwenden kann und solange ich bei Bewusstsein bin, ist das eh die beste Versicherung, ist das Hirn. Und dann einfach, ja, und dann halt nicht mit einem 80er in die Sandstraßen reinfahren, wenn du dich nicht auskennst, sondern das ist ja dann auch Versicherung. Wenn es dann einfach, okay, war's das, okay, dann fahren wir halt langsam, das ist ein bisschen vorsichtiger sein und langsamer unterwegs sein, dann passiert schon nicht so viel.
Und ich selber bin natürlich noch nie in Chile gewesen, aber ich habe halt den Eindruck, dass das ein wirklich schönes Land ist. Leider sind die meisten Leute halt auch wirklich arm. Und der Vorteil von sowas, wenn die Leute halt wirklich arm ist, ist es normalerweise, dass die erstens relativ hilfsbereit sein und auch zugänglich. Stimmt das irgendwie? Das stimmt hundertprozentig. Es ist so eine Gastfreundlichkeit dort. Und auch wenn sie gar nichts haben, die teilen mit dir mit Freude ihr Essen oder das Wenige, was haben, es wird alles geteilt. Also ich bin da familiär, wirst du aufgenommen, mit der Familie beim Essen sitzen am Abend und am Anfang ist das ungewohnt, weil wir sind es nicht mehr gewohnt, dass man ja beim irgendwo in der Nachbarschaft dann beim Abendessen auftaucht und dort ist das ganz normal. Also je weniger die Leute haben, desto eher sind sie bereit zu teilen, weil sie halt viel mehr Empathie haben, weil sie einfach auch wirklich mit einer Herzlichkeit das machen. Und das ist nicht, weil man es machen muss, sondern die sind einfach herzlich und helfen gern. Und es kommt ja dann auch wieder zurück über andere. Also ja, das ist ein bisschen der Kreislauf. Und ich mache so jetzt schon das Reisen seit 30 Jahren. Und egal wo ich war auf der Welt, wenn ich ein Problem gehabt habe, es war immer wer da, der geholfen hat. Egal was gewesen ist, egal wo auf der Welt, ob es eine Insel im Südpazifik ist oder sonst irgendwo, wenn ich ein Problem gehabt habe, dann war immer wer da, der geholfen hat und gern geholfen hat und ohne irgendwie irgendwas dafür zu verlangen. Und genauso mache ich das aber auch, dass ich Leuten hilfe. Also ich bin der Pfadfinder, der die alte Dame über die Straßen begleitet. Und das kriegst du dann halt zurück, wenn es dir schlecht geht oder wenn du ein Problem hast, dann kommt es irgendwann zurück. Und ich bin auch, wie ich dann nach Chile gekommen bin, da habe ich halt fürs Motorrad die ganzen Taschen dabei gehabt. Die habe ich dann im Flieger mitgenommen, dann habe ich auch nicht zu viel gehabt. Na, dann habe ich die einem anderen Motorradfahrer geschenkt und der wollte mir dann ein Geld dafür geben. Ich habe gesagt, nein, brauchst du nicht, weil ich kriege das, wenn ich eine brauche, dann kriege ich es woanders auf der Welt von einem anderen zurück. Und das funktioniert mit der Zeit. Wenn du halt von Herzen also einer bist, der gern hilft, dann kommt das auch zurück. Nicht gleich und vor allem, wenn man hilft, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Und gerade in den armen Ländern, es ist einfach familiär und herzlich. Die haben diese Ellbogentechnik nicht, sondern es ist nur, die helfen gerne und mit großem Herzen. Ja. Du, jetzt ohne da jetzt in die Politik abzudriften, aber an und für sich ist es doch echt eigenartig, dass das Chile, dass die Leute so irrsinnig arm sind, weil das ist doch von den Bodenschätzen her ein wirklich reiches Land, oder? Das ist doch alles da. Ja, aber ich ganz genau wie es war, weiß ich auch nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass die ganzen Bodenschätzen rausverkauft sind, dass die Politiker quasi das verkauft haben ins Ausland und dann gehört jetzt die Bodenschätze wahrscheinlich den Chinesen oder in Bolivien gehört das Lithium dem Elon Musk. Und ja, aber der Arme, der Chilene kriegt halt davon nichts. Also ja gut, ich habe halt Arbeitsplätze in den Minen, aber von den Bodenschätzen selber, das geht alles an den, das wird quasi vorbeigeleitet. So ist mir das vorkommen. Die haben nichts von den Bodenschätzen, die dort sind. Also. Du, und nachdem du jetzt aber so lange unterwegs warst, sind diese Chilenen, sind die eher zufrieden oder sind sie unzufrieden? Gärt das ein bisschen? Ui, das geht tief, gell? Das kommt wieder ganz drauf an, wo's her sind, ob's von den Mapuche-Indios sind oder ob's jetzt die reichere Bevölkerungsschicht ist. Es gibt schon Unruhen, also das hat schon vor Corona hat's angefangen, dass Unruhen sind, das war dann in den Hauptstädten. Es gibt aber Unruhen mit den Eingeborenen unten im Süden bei Patagonien, wo es teilweise Militär hingeschickt wird. Okay. Also es brodelt schon ein bisschen dort. Okay. Aber das, ja eben, und ich habe mir dann gedacht, na ja gut, den Politikern kommt die Pandemie zurecht, weil die machen Ding und dann ist aus mit Demonstrieren auf der Straße. Ich habe da noch Molotow-Cocktails fliegen gesehen in Santiago vorher. Und dann haben sie halt, ja, dann war halt einfach Verbot und dann haben sie gedacht, nein, da haben wir gedacht, das wird länger dauern, weil dann haben sie die Unruhen quasi abgedraht über Nacht. Und ja, dann hat eh gedauert. Hat eh gedauert, ja. Du, und dann, das müssen wir natürlich auch unbedingt ansprechen, das ist diese Urma. Du hast ja dieses, aus meiner Sicht, komische Motorradl damals, haben wir gedacht, na Alter, wieso will er unbedingt das Motorradl, aber das ist echt einbildet. Du wolltest unbedingt dieses Motorrad haben und letztendlich hat es sich aber bewährt, glaube ich. Jetzt muss man nur kurz sagen, was das genau für eine ist. Ich glaube, G650 X Country, vielleicht ist nicht richtig, aber
Das wolltest du unbedingt haben, das Motorradl. Und wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren und was, dass es bewährt hat, habe ich eh mitgekriegt auf deine Videos. Aber hat es trotzdem irgendwelche Präsel gegeben oder war das immer tapfer? Die war tapfer. Nein, ich habe mir es wirklich eingebildet. Ich habe ein Motorradl gesucht, das egal auf welcher Höhenlage immer schneller ist als jeder LKW, dass du halt sauber überholen kannst, dass du nicht so langsam bist, dass die LKWs überholen müssen auf 4000. Deswegen ist einmal die Himalayan ausgefallen. Deswegen ist die Himalayan ausgefallen, weil die hätte mir eigentlich voll gefallen. Also die finde ich ein total lässiges Motorrad, aber die hat halt nur 27 PS und auf 4500 Meter hast du dann halt nur noch 12 PS über. Und wenn du dann voll beladen bist und hinter dir kommen die LKWs an, dann ist das nicht mehr witzig. Nein, ist ein Horror. Ja, das ist. Na, und es ist auch gefährlich, weißt du, wenn da passieren irrsinnig viele Unfälle, weil da hast du recht viel Seitenwinde, dann geht der Seitenwind mit 70, 80 km/h, dann liegst du eh schon so drinnen. Und wenn du dann von hinten überholtest mit dem LKW, fliegst du auf einmal hin und so sterben jedes Jahr dort Radlfahrer, die unterwegs sind und Musik horchen, die hören den LKW nicht, legen sie in den Wind rein, werden überholt und zack, und dann landen sie im Anhänger hinten drinnen unter die Radeln. Die ist eine BMW G650 X Country, die ich ein bisschen umgebaut habe, den Kotflügel und Zusatztank drauf gebaut und ein 2007er Baujahr, die hat den 650er Einzylinder von Rotax. Und das ist ein bewährter Motor, der ist quasi unkaputtbar und die hat Trockengewicht, haben sie halt gesagt, kann man sich nicht drauf verlassen, da ist kein Öl drin, kein Benzin drinnen, kein gar nichts. Und da hat die aber 147 Kilo Trockengewicht gehabt, bei 147 Kilo Trockengewicht und 52 PS oder 53. Mhm. Und das war der ausschlaggebende Grund für mich, warum ich mich für das Motorrad entschieden habe. Und im Endeffekt habe ich nicht, was immer ist, problemfrei. Also ich habe einmal ist mir der Kühlschlauch platzt, da bin ich irgendwo, da hat mein Karten gesagt, dass da Straßen ist, aber alle Navigationssysteme haben gesagt, da ist keine, aber dann habe ich halt gesagt, na, auf meiner Karten analogen ist ein Weg. Da bin ich da gefahren und da war da halt ein Erdrutsch und da war die Straßen weg und dann habe ich mich durchkämpfen müssen, da bin ich glaube ich in 6 Stunden bin ich 30 Kilometer weit gekommen und dann hat es mir den Kühlschlauch da an uns gerissen, Sommer war es, heiß war es und das war dann ein Kampf, also teilweise musst du alles abpacken und das Motorrad auffahren durch den Schotterhang und dann das wieder draufpacken und da hat es mir den Kühlschlauch zerrissen. Aber eben gerade an so einer Stelle, dass ich nur verwenden kann, da habe ich das Stickerl abgeschnitten und den Rest habe ich draufstecken können und dann habe ich wieder ein Kühlsystem gehabt. Das hat dann funktioniert. Das war das Einzige und einmal ist mir halt der Stoßdämpfer dahinter ist mir draufgegangen, weil ich bin ja dann auch 10.000 Kilometer auf der Schotterstraße mit den Schlaglöchern gefahren und hinten voll bepackt und habe halt jedes Mal durchgeschlagen. Und jedes Mal durchschlagen hat mir dann der Schmiernippel von meiner Kettenschmierung immer schön eine Delle reingehauen in meinen Zusatztank. Und das ist dann auch noch gekommen, irgendwann einmal noch, keine Ahnung, war im Torres del Paine Nationalpark. Also wunderschön die Berge und die Gletscher sehen und du fährst und auf einmal hat alles nach Benzin gerochen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann habe ich nach hinten geschaut, dann habe ich gesehen, wie es da hinten rausrennt. Und dann habe ich das Motorrad auf Zeiten gehabt. Und dann zuerst einmal den Daumen drauf und dann einmal überlegt, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich da jetzt? Was ist denn überhaupt los? Warum rennt da aus meinem Alutank das Benzin raus? Und dann hat dieser Nippel über 7000 Kilometer, hat der sukzessive geschlagen und irgendwann waren die 3 mm Alu durch und dann ist das ausgegronnen. Und dann habe ich es wieder mit Geiber habe ich es repariert, mit einem Fütter vom Zigarettenpapier oder Zigarettenbahn, ein Fütter und von meinem Kaugummi das Papierl, das Alupapierl, das habe ich rumgewickelt, rein und zugestopft und das hat 2000 Kilometer gehalten. War es dicht. Und ich hab dann den Pete getroffen, einen Deutschen, den habe ich vorher schon in Ushuaia getroffen und da sind wir uns begegnet, irgendwo bei El Calafate, dort in Argentinien. Und der hat so eine Knetmasse gehabt. Wenn man die knetet, dann ist weiches formbar und das härtet dann nach 5 Minuten aus. Und der hat mir das dann gegeben, so ein kleines Stickerl. Und ja, das habe ich seitdem drinnen und habe den, ja, das ist einfach dieser, der Pfropfen vom Piet hat, zuerst bin ich 2000 Kilometer gekommen, bis ich ihn getroffen habe und die letzten 10.000, 15.000 Kilometer bin ich mit dem gestopften Ding gefahren und das hält bis heute. Ja, du, wie viele Kilometer bist du insgesamt raufgefahren? Viel vorne hast du nicht kennen, in der Pandemie bist du nicht, also im Lockdown hast du müssen stehen. Genau, da bin ich gestanden. Insgesamt sind es dann, glaube ich, 35.000 Kilometer habe ich jetzt in die 2,5 Jahre gefahren. Weil ich bin dann zweimal nach Patagonien runter, einmal bis ganz nach Ushuaia, bis ganz in den Süden runter. Dann habe ich es ja eilig gehabt, weil ich wollte dann nach Alaska hoch. Und dann ist ja das dann irgendwann einmal aus gewesen und dann habe ich mich dran gewohnt gehabt und dann bin ich halt das zweite Mal nach Patagonien runter.
Und ja, dann machst du halt schon Kilometer. Ich meine, du hast zwar aus Chile nicht raus können, aber Chile ist dann so groß gewesen und ist ja also Europa von Finnland bis Gibraltar passt in Chile rein. Das ist ja glaube ich 5.500 Kilometer lang, das Land. Also das ist echt, da hast du viel fahren können. Und nachdem ich mich dran gewohnt habe und gewusst habe, wie man sich bewegen muss, welche Genehmigungen man braucht, damit man sich bewegen kann. Und da brauchst du von der Polizei eine Genehmigung und von der Gesundheitsbehörde eine Genehmigung. Und wo und wie man sich das organisiert. Und bis ich das rausgefunden habe, und dann hat man sich eigentlich schon bewegen können. Aber es war halt, ja, du hast halt immer alle möglichen, bevor du auf eine Fähre bist, hast du halt 3-4 Papiere gebraucht, verschiedene. Aber wenn du das gehabt hast, hast reisen können. Auch zur Lockdown-Zeit. Es waren halt dann Sperrgebiete, da hat man nicht rein können, ohne den richtigen Ausweis. Aber ja, dann ist man halt woanders gefahren. Dann habe ich umgedreht und bin in eine andere Richtung gefahren. Und dann habe ich im Slalom habe ich mich dann vorgekämpft. Da habe ich mal geschaut, wie weit geht es, bis mir wieder zu kalt geworden ist unten im Süden. Du, aber nachdem jetzt der Großteil, glaube ich, das ist jetzt eher ausgestanden, das heißt, jetzt wird man wieder relativ frei reisen können, jetzt fliegst du wieder um mich in ein paar Wochen und dann wird jetzt Alaska anbissen? Ja, Alaska ist bei mir von der, ist jetzt einmal nicht mehr das Ziel. Ich bin jetzt quasi dank Corona ohne Ziel unterwegs und war wirklich so, wie es mir nach meinem Bauchgefühl und der Nase nach, wie es mir gesagt, wenn es mir irgendwo gefällt, dann bleibe ich. Und wenn es mir nicht mehr taugt, packe ich zusammen und fahre wieder weiter. Und das, ich habe ja alles, was ich brauche zum Glücklichsein, habe ich auf dem Motorradl drauf. Ich war ja nicht unglücklich, sondern es passt alles drauf. Das ist so, ja, wie im Mittelalter. Da hat auch der normale Mensch hat 20 Besitztümer gehabt. Das hat da drei Kleidungsstücke, einen Löffel, ein Heferl, einen Sessel, ein Messer und das war, mehr hast du nicht gehabt. Und bei mir ist auch alles, was ich habe, ist überschaubar. Ich weiß, blind, blind finde ich alles, was ich am Motorrad dabei habe, finde ich blind in meine Taschen drin, hat alles denselben Platz oder den passenden Platz. Und ja, das ist halt ein reinigender Prozess, weil wie ich dann zu Hause gewesen bin und dann übersiedelt habe und dann was, da habe ich Sachen in Hand gehabt, wo ich nicht mehr gewusst habe, dass ich das überhaupt besitze. Ja. Und du musst es dann in die Hand nehmen. Was machst du damit? Du musst es aufheben, du musst es ins Lager, du musst es verkaufen und das sind tausende Dinge gewesen, die ich nicht mehr eigentlich in Wirklichkeit nicht mehr brauche. Und alles, was ich brauche zum Glücklichsein, passt auf das Motorrad drauf. Das ist befreiend gewesen. Ja. Ganz einfach. Du, aber Amerika und Alaska, warum ist das jetzt ausgefallen? Ja, meine Gesundheitsversicherung gütert nicht, aber das ist nicht der wahre Grund. Da kann man ja natürlich auch nicht abschließen für die Zeit, wo man dort ist. Aber die Art des Reisens und die Art des Lebens in Südamerika so gefallen. Das ist so wie bei uns in den 80er Jahren. Das ist noch nicht alles ganz exakt und das ist diese Regel und so geht es und sonst geht es gar nicht, sondern da kann man sich nur ein bisschen durchmanövrieren und da wird einmal ein Auge zudruckt und es wird nicht alles so ernst genommen und da ist man noch ein bisschen freier unterwegs. Und und es ist einfach so groß und es ist so vielfältig und so verschieden dort. Das ist Ich bin dann am Schluss, die letzten 6 Monate war ich quasi im Flachland, da bin ich dann nach Argentinien rüber und dann ist eigentlich, und da bin ich dann, habe ich ein bisschen ein Tief gekriegt. Das ist ein bisschen langweilig geworden zum Fahren, da habe ich auf einmal keine Freude beim Motorradfahren mehr gehabt. Und dann bin ich draufgekommen, warum das so ist, weil du bist halt im Flachland, es geht nur gerade und es schaut alles gleich aus, es ist alles sehr eintönig. Also du fährst dann eine Woche lang quasi durch eine Gerade entlang und links und rechts ist grün und stehen ein Rinder. Und wenn du den Anden um eine Kurve fährst, macht es Bumm und es ist alles neu. Und du fährst um die nächste Kurve ins nächste Tal und es ist alles neu und es ist alles groß und unbewohnt und Natur und du bist da halt allein unterwegs und wenn du dort allein bist und du siehst halt keine Menschen den ganzen Tag, dann kriegst du so ein Gefühl, dass das alles dir gehört. Und das ist quasi mein. Und dann ist es halt lässiger, wenn man halt Kurven hat, eine Bergstraßen hat zum Motorradfahren und nicht, wenn es einfach immer nur geradeaus geht. Das ist schön, dass man es einmal gesehen hat, aber ich werde mich eher jetzt auch beim Weg immer an die Berge und an den Anden halten. Und wenn es halt dann zu warm ist unten, dann fährt man halt rauf auf 4000 Meter und dann ist wieder kühl und dann kannst du wieder schlafen. Und ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, wie es oben wird in der Äquatornähe mit der Luftfeuchtigkeit, wie es man da tut. Aber ja, wenn du bei dem Berg bist, dann kannst du es ja temperieren. Denn dann fährst du halt runter zum Meer, hast du Lüfterl oder du fährst auf den Berg auf. Und in Argentinien, Uruguay ist ja das Land mit der saubersten Luft auf der Welt. Wirklich? Ja, die haben 94% landwirtschaftliche Fläche.
Das ist alles Farmland. Aber das Schwierige ist halt dort am Wildcampierplatz zu finden, weil es ist alles einzeln, weil es überall Rinder gibt und Rinderherden. Das heißt, du musst jetzt überall über den Zaun drüber und es gibt keine Seitenstraße, wo du mal da reinfährst, 5 Kilometer und dort findest du es dann. Da habe ich mir ein bisschen schwer damit, weil ich habe nicht wild campieren können, wenn dann neben der Straße, wo dann doch LKWs durchkommen in der Nacht. Und ja, da muss man sich halt dann eine Unterkunft suchen. Und ich bin halt am liebsten allein in der Natur mit dem Zelt. Und da schaue ich jetzt wieder, dass ich wieder zurück in den Berg komme, in die Anden, weil das ist so extrem, das Leben dort, dass da gibt es keine Städte und also schon, aber nur alle 100, 200 Kilometer und dazwischen ist einfach nichts und keinen kümmern es. Du kannst dich dort hinstellen mit dem Zelt und kannst bleiben, solange du es willst. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe mir die Videos, ich habe mir wirklich viele angeschaut und war immer ganz, ganz begeistert von diesen Landschaften. Das ist natürlich ein Wahnsinn und das hast du meistens so gemacht, dass halt die Menschenleere, echte Menschenleere, unvorstellbar schöne Landschaft und dann steht irgendwo das Zelt vom Schneid Woods in der, ja, in ja. Und da denke ich mir dann, ja, ich schaue mir das wahnsinnig gerne an, ich kann mir das vorstellen, für mich persönlich wäre das ein irrsinniges Abenteuer, wenn ich das eine Woche mache oder so, aber länger das irgendwie wahrscheinlich nicht packen. Und bei dir habe ich aber das Gefühl, dieses Alleinsein, diese Einsamkeit, das stört dich überhaupt nicht, oder? Nein, da muss man der Typ dafür sein. Und mir, also ich hab's gern. Also wenn du dort eben nach Sonnenuntergang in der Wüste, ist auch kein Wind mehr, dann ist Windstille und du hast auch keine Einflüsse mehr. Also da kommt kein Impuls mehr. Da bist nur du. Ja. Und dann aber nicht eben, und dann mit einem Blick über Täler und die Wüste, über Berge und du bist so weit du schauen kannst, du siehst kein Haus, du siehst keinen Zaun, du siehst keinen Strommasten, das ist einfach Natur. Und du sitzt dann in der Mitte drinnen und das ist komplette Stille und da bin ich ganz. Und da bin es nur ich. Und das ist halt, und alles gehört irgendwie dir, weil du bist ja der Einzige dort. Und egal, wo du hingehst, da gibt es ja, und wenn du halt in der Stadt oder sowas spazieren gehst, da gehst du ja dort spazieren am Gehsteig, das hat irgendwer geplant, dass da wer geht. Und wenn du dort irgendwo in der Natur bist, da gibt es keinen Plan. Da bist, so gehst du an der Nase nach und da gehst dorthin und dorthin, wie du willst, da wirst du nicht geleitet, sondern du bist da komplett frei eigentlich. Und mit einem geländegängigen Motorrad hast du gar noch dein ganzes Gepäck dabei und Zelt dabei und da kannst du halt dann frei fahren, wo du hin willst. Also in diesen Gebieten. Es sind auch nicht so viele, aber es gibt halt viel mehr. Bei uns gibt es ja kaum mehr, dass du irgendwo frei fahren kannst, sondern du bist, das gehört, ist mit der Freiheit, die man hat, diese Einsamkeit. Und ich mag's gern. Man muss halt dafür baut sein. Ja. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit, oder? Genau, ja. Wieder. Der Thomas Kessbohrer hat es in einem Buch geschrieben, dass Einsamkeit nur der ist, wenn Alleinsein nicht freiwillig gewählt wurde. Wenn man das freiwillig macht, dann kannst du es ja jederzeit ändern. Wenn du unfreiwillig einsam bist und du kannst es nicht ändern, dann bist du wirklich einsam. Weil dann steckst du quasi, kannst du dich nicht selber rausholen. Aber bei mir ist es ja freiwillig. Ich mache das, weil ich es will. Und wenn man das zu einsam wird, dann fahre ich ins nächste Dörfel, setze mir einen Marktplatz mit der Gitarre und fange an zum Spielen und da sind 20 Leute da und es ist, ja, und dann sind sofort Leute da. Und die laden mich dann auch zum Essen ein und zum Trinken und dann wird gefeiert und dann gibt's eine Grillerei überall. Und das ist, und mit dieser Gastfreundschaft noch dazu. Also ich bin ja freiwillig einsam. Das ist ein guter Unterschied. Das ist, ja. Ja, weil weißt du, jetzt haben wir schon, irgendwann haben wir dann schon gedacht, ja, na gut, da schneit Wutz, vielleicht mag er keine Menschen, aber das stimmt überhaupt nicht, weil du bist ja, und du redst da gern, das ist irgendwie was anderes, aber dieses Alleinsein dort, das ist dann sowas wie, ich weiß auch nicht, aber du triffst gern Menschen und du unterhaltest dich auch gern mit Menschen, du bist echt ein kommunikativer Typ, nicht? Aber das, ist das wie ein Ausgleich oder was ist das? Ich habe früher auch geglaubt, dass ich Menschen nicht mag, aber ich bin draufgekommen, ich mag es nur nicht, wenn es laut sind. Wenn da 10.000 Menschen stehen und die halten die Pappen,
dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn alle durcheinander schreien, dann wird mir das zu viel, dann ist das zu viel Impuls. Weil das, ich denke, dass das Gehirn immer die Entscheidung treffen muss, wenn es was hört, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich, muss ich rennen oder kann ich bleiben. Und wenn es Naturgeräusche sind, das kann ich einschätzen, wenn es nicht gerade ein Bär ist, der neben einem Zelt steht und schreit, dann kannst du das einschätzen. Das ist nie gefährlich. Gefährlich wird es immer, wenn es menschliche Geräusche sind oder Autoreifen quietschen oder sowas, dann das ist immer. Und deswegen tue ich immer schwer in einer Stadt, weil das halt die ganze Zeit Reize sind fürs Gehirn, das bearbeiten muss. Ich glaube, dass die Ruhe für einen Menschen oder für mich ganz wichtig ist. Und das ist, da bin ich halt frei und brauche mich nicht umschauen, ist da irgendwas, sondern der hörst du, wenn du den Standl wirfst, das hörst du in 30 Meter, hörst du tong, 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 aufschlagen in der Wüste. Das ist alles so, der Schall wird da, also da kommt ja nichts zum Zelt hin. Das hörst du schon 100 Meter vorher, wenn was kam. Und da gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Und irgendwie fühle ich mich da sicher und aufgehoben, wenn ich in der Einsamkeit allein in der Stille sitze. Oder von mir aus auch nicht in der Stille, sondern am Meer und am Pazifik. Da ist ja fürchterlich laut. Das halt viele können da nicht schlafen. Aber Naturgeräusche habe ich prinzipiell kein Problem damit. Okay. Ich habe Problem damit, wenn viel durcheinander ist, viele verschiedene Reize, dann laute Musik oder in einem Lokal oder sowas, das halte ich nicht mehr aus. Das ist mir zu viel. Da muss ich raus und wieder Ruhe und dann da geht es mir, geht's mir gut. Du, was ich auch noch gehabt habe, weil ich mir das angeschaut habe, da wirst vermutlich, wenn ich dich jetzt richtig einschätze, wieder hinfahren, das war diese Alpaka-Farm, oder? Diese Alpakas, ich meine, da warst ein Herz und eine Seele, oder? Ja, ich mag diese Viecher so gern. Ich mag ja generell die Viecher gern. Und die sind so sanfte Tiere und haben schon einen Charakter und reagieren aufs Pfeifen und sind leise und die stingen nicht. Also von allen, glaube ich, von allen Herdentieren, die man so als Mensch haltet, die sind ganz umgänglich, genügsam, leise und machen. Die machen nicht und lieb und nein, also ich mag es ja gern. Und eben, wo ich auf der Alpaka-Farm war, dann habe ich mir einen Pullover dort machen lassen. Und da weiß ich, also der ist so schwarz-weiß gestreift. Und da weiß ich, das Schwarz ist die Clarita. Und das Weiß ist die Lotus Lili gewesen. Das wird nicht eingefärbt, sondern da kenne ich die Viecher, von denen es her ist. Und den Pullover habe ich halt an. Und am Berg sitzt dann oben in der Wüste, wenn es kalt wird, hast du den Pullover an. Und dann bedanke ich mich bei den Viechern, danke für die Wolle. Und da möchte ich wieder hinfahren, weil da bin ich jetzt zweimal dort gewesen, dann im Abstand von 3 Monaten auf dieser Alpaka-Farm. Und da, wie ich das erste Mal dort war, ist ein Alpaka blind geboren worden. Und weil ich dort halt dann zu Gast war, dann habe ich den Namen aussuchen dürfen. Dann haben wir ihn Amadeus genannt, weil Amadeus Mozart. Und das ist halt ein Blind. In der Natur würde er von der Herde verstoßen werden und hätte keine Überlebenschance. Aber der ist dann halt hat Augenentzündung gehabt, ist blind worden und ist dann im Haus großgezogen worden. Und wenn ich dann Gitarre gespielt habe, dann ist er halt blind durch den ganzen Garten durchgestapelt und ist überall angestoßen. Und dann hat er sich neben mir hingelegt und ist eingeschlafen, neben meinem Gitarrenspiel. Und, und den werde ich wieder besuchen, weil inzwischen ist er ausgewachsen. Und 1,5 Meter hoch und immer noch blind und tollpatschig. Und den möchte ich wieder vorbeischauen und die Familie noch einmal besuchen, weil da habe ich eine schöne Zeit gehabt. Ja, das ist leibend. Du, aber das ist auch so. Wie gesagt, in der Natur ist der Weg. Der packt das nicht, der ist vorbei. Und insofern ist so ein bisschen eine Zivilisation nicht so schlecht. Also zumindest jetzt für einen Amadeus ist es echt leibend. Und ich meine, die Wolle ziehen sie raus vom Amadeus vermutlich. Da kann man sich auch einen super Pullover stricken. Und er wird halt gefüttert. Aber unter Schneidwutz, wenn er hinkommt, hat eine irrsinnige Freude mit einem Amadeus. Ich kenne ihn, wie er auf die Welt gekommen ist. Und dann haben wir uns nur die Sorgen gemacht, kommt er durch, kommt er nicht durch, schafft das, weil normalerweise kommt halt ein Drittel kommt nicht durch, von denen, auch wenn sie in der Gefangenschaft geboren werden und auch in der Natur nicht. Und als Blindes wird sie sofort von der Herde verstoßen sonst. Und er ist halt. Aber er hat es halt gekämpft und er hat es geschafft und ist am Leben und ist halt, ich möchte ihn unbedingt besuchen, wie er reagiert, eben ob er auf meine Stimme reagiert und wie er dann tut und was er macht, weil dann habe ich halt immer so ein Geräusch gemacht, wenn er um mich rumgesprungen ist und dann hat er gewusst, am Geräusch hat er sich orientieren können, wo er ist und dann hat er angefangen zum Rumrennen und zum Springen und dann ist er wieder irgendwo dagegen gerannt, aber er hat halt, du hast gesehen, dass die Lebensfreude ist da gewesen bei ihm und die möchte ich nur mal besuchen. Und außerdem ist 150 Kilometer weiter ein unglaublich lässiger Andenpass, der Passo Agua Negra. Und ich bin halt wie in der ersten Schwarzes Wasser? Genau, so heißt der.
ist, glaube ich, 4.500 Meter oben an der Grenze nach Argentinien rüber. Ja. Und ich bin ja da 5 Monate in der Quarantäne gesessen, direkt mit dem vor der Nase. Ja. Und ich wollte den Pass unbedingt fahren und ich habe nicht hinkennen. Ich bin dann, dann sitzt du daneben und denkst, ich kann ihn nicht fahren. Und, ja. Und jetzt werde ich den Pass fahren und werde einen anderen Pass auch noch fahren. Und jetzt schaue ich mir das an, was mir entgangen ist. Und dann fahre ich über den Pass drüber und dann habe ich gesagt, nein, da ist 150 Kilometer, dann fahre ich runter, besuche die Familie nochmal, bleibe eine Woche dort im Zelt, fahre wieder einen anderen Pass wieder zurück und schaue mir das an, was ich eben beim ersten Mal nicht gesehen habe. Ja. Du, aber weil du jetzt sagst, 4.800 Meter hast du gesagt, gell? Oder 4.000? Ich weiß nicht genau, wie hoch es ist, aber ca. 4.500 oder sowas wird der sein. Es gibt noch andere Pässe weiter oben nach Bolivien, die höher sind, die werde ich dann auch noch fahren. Aber selber mit dem Motorrad war das höchste, glaube ich, 4.900, 4.800 sowas Meter oben. Ja. Das ist so, weil die Urma ist ja eine Vergaserkiste und die kennt Einspritzer. Die hat einen Einspritzer, also die geht nur. Du hast halt oben hast halt 2/3 weniger Leistung und weniger Kraft. Ja, aber mit der Vergaser, das scheitern da oben. Ja, es geht schon, aber die quälen sich halt schon richtig. Also aber es geht alles. Und du kannst es auch mit einer, wenn du willst, kannst du es mit einem Maxi machen oder mit einem Moped. Es gibt ja Leute, die fahren mit einem 50er Moped um die Welt. Und ja, aber ich weiß nur, also wie wir noch mit die Vergaser-Dinger immer dumm gefahren sind, es hat schon gereicht, wenn du am Großglocken raufgefahren, dass die gespuckt hat und deutlich Leistung verloren hat. Aber ich glaube, die Einspritzungen, wenn das eine intelligente Einspritzung ist, dann regelt die das eh ein bisschen vielleicht selber schon nach, dass das auch in der Höhe noch funktioniert. Das ist einmal okay, das weiß ich jetzt, bis zurechtkommen. Und wie geht es da selber, wenn du so hoch oben bist? Weil das ist ja, glaube ich, nicht so ohne. Das ist relativ wenig Sauerstoff und da drei schon ein paar Leute können ja dort echte Probleme kriegen. Ja, ich habe es auch nicht gewusst vorher, wie reagieren wird und das. Was machst du immer? Ab 2.500 Meter merkst du es beim Fahrzeug, dass eben weniger mit dem Einspritzer läuft und springt immer an und läuft ruhig, aber du hast dann einfach nicht die Leistung. Dafür kommst du aber auch weiter, weil weniger verbrannt wird. Das heißt, du kommst dann mit einer Tankfüllung, komme ich 500 Kilometer dort oben. Wo ich unten im Flachland nur 380 komme, oben auf 3.000 Meter kommst du halt 500 Kilometer weit. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Ich habe dann zuerst einmal geglaubt, dass mein Benzinlamperl hin ist, weil es nicht aufgeleuchtet hat. Aber dir selber, der eine ist halt anfällig dafür, der andere nicht. Ich habe kein Problem, ich habe schon ein bisschen gemerkt, und dann wird man aber dann so feinfühlig, ist das jetzt, bin ich jetzt höhenkrank, ist da jetzt was anderes, ist das jetzt? Und ich bin einfach nur dehydriert gewesen, ich habe dann was getrunken und was gegessen und dann ist wieder gegangen da oben. Und bei einer anderen Tour, da sind wir auch relativ hoch aufgekommen, auf 4-7 Meter, dann sind wir ein paar Motorradeln gewesen und haben eine Tour gemacht und da ist einer dann schlecht gegangen. Also es ist dann kasweiß gewesen, hat einen Kreislauf gekriegt und das ist dann wirklich unangenehm. Ist der übel, ist der schlecht, du hast mit Kreislaufproblemen, die haben wir dann ins Auto gesetzt, ein bisschen ausruhen lassen und dann einfach wieder runterfahren und sobald es unten was ist, wie schlagartig als vorbei. Okay. Es ist wie die Tiefenkrankheit, es ist einfach, wenn es stickt, Stoff sich ausweitet, dann der eine vertragt es eher als der andere. Und da habe ich das, ja, ich habe da oben Gott sei Dank kein Problem gehabt. Ich habe da oben geraucht noch. Und das mit dem Rauchen, das war nämlich jetzt das Nächste, wo man gedacht hat, wie gesagt hast, dass das so schlecht verbrennt, dass man dann viel größere Reichweite hat. Das heißt, den Cheek rauchst du auch viel länger. Ja, die geht länger und du brauchst ja länger zum Wasser kochen. Das braucht auch viel länger und das Eierkochen oder Kochen dauert länger, weil es einfach weniger Hitze hat, weil weniger Sauerstoff ist, hast weniger Hitze beim Verbrennen, dann dauert alles ein bisschen länger. Das ist jetzt eh noch super, dass du das angeschnitten hast, weil ich meine, es gibt quasi keinen Brennraum, wo wir nicht irgendwann dann auf die Kulinarik kommen, weil wir alle so wahnsinnig gern essen. Und ich meine, wie hast du dort, was ist da dein Leibspeis da drüben, wie verpflegst du dort? Ich liebe die Empanadas, das sind so Teigtaschen und die sind halt verschieden gefüllt und die kriegst du halt überall und in Argentinien sind sie ein bisschen kleiner, in Chile sind sie ein bisschen größer und dann machen andere, nehmen einen anderen Blätterteig dafür, die sind halt dann gefüllt mit Fleisch oder welche mit Käse und mit Mais gefüllt und alle möglichen verschiedenen Arten gibt es da.
Das war mein Leib, also das ist mein Leibspeis dort. Ansonsten, wenn du unterwegs bist, musst du halt schauen, wenn ich weiß, ich bin jetzt eine Woche irgendwo in der Wüste oder sowas, dann nehme ich mir halt so ein Fladenbrot mit oder so Wraps. Die halten relativ lang, die kann man klar zusammenrollen und dann bei kleinen Märkten oder sowas, wo es vorbeikommt, du kriegst überall Tomaten, du kriegst überall Kartoffeln, du kriegst überall Zwiebeln und dann Käse kriegst du dann auch noch und dann kann man sich schon eine Quesadilla machen in der Pfanne und dann kochst du die halt durch und worauf man halt, was man halt dabei. Du hast halt keinen Kühlschrank und du hast halt nur Verpflegung dann für eben eine Woche dabei maximal. Und dann ja, Ende von der Woche gibt es dann keinen Schinken mehr und dann ist kein Butter mehr da, weil das gibt es ja dann nicht mehr, weil du keinen Kühlschrank hast. Dann, ja, dann hat man halt irgendwie, dann hast du Pasta dabei und dann tust du halt Nudeln kochen oder sowas. Oder so ein Feldkocher. Ja, genau. Und dann habe ich so einen Feldkocher, den kann man eben, der geht entweder mit Gaskartuschen, oder mit Diesel auch oder mit Benzin, da muss man nur die Düse ändern. Und dann, ich bin dann, ja, nachdem die Gaskartuschen aus waren, haben wir, ja, dann kriegst du halt keine, weil der nächste Ort ist 200-300 Kilometer weg, wo du sowas kriegst. Und dann möchte ich trotzdem meinen Kaffee in der Früh haben. Und dann habe ich halt dann einmal angefangen mit dem 95er Oktan-Benzin zu kochen. Und da habe ich halt immer die zwei Ersatzliterflaschen dabei und dann kann ich den Kocher immer nachfüllen. Und ja, und seitdem habe ich mit dem Benzinkocher gearbeitet und bis ich dann ein wichtiges Teil verloren habe auf dem Rückweg, das ist quasi da wird das Benzin quasi nach oben gespritzt und dann wird prallt es an einer Platte ab, dann zerstäubt es und dann brennt er. Und dieses Teil, wo das dagegen spritzt, das habe ich verloren, das liegt irgendwo. Und dann, ja, und dann habe ich keine Gaskartuschen gehabt und dieses Teil war weg und dann stehst du ohne Kaffee da und dann habe ich eben gesucht, dass ich das selber repariere, dann habe ich die Dosen aufgeklappt, dann habe ich es aus den Dosen rausgeschnitten, habe es probiert, ob es mit dem funktioniert, dann hat es sich durchbrennt und dann habe ich Thunfischdosen gefunden und mit der habe ich das dann ausgeschnitten, mit der hat es dann funktioniert, bis ich irgendwo hinkomme und eine Gaskartuschen kaufen kann, weil sowas, so Ersatzteile, die bekommst du nicht, das musst du dann selber bauen und irgendwie, ja, ich habe dann die Dosen doppelt genommen, das hat es auch verbrennt und verglüht, aber ich habe es hingekriegt im Endeffekt, weil die Not war groß genug, dass ich einen Kaffee kriege und dann musst du was einfallen lassen. Ich habe nämlich kurz, aber ich habe mir gedacht, okay, das hat er jetzt alles probiert, das hat nicht funktioniert, dann hat er einfach dann in Sprit pur gesoffen. So, ja. Man muss machen, also alles was nötig ist. Alles was nötig ist. Also Hauptsache, da, ja, eben. Und ich habe mich so dran gewohnt und das ist quasi die Zeremonie, wenn du irgendwo dann in der Natur aufwachst in der Früh, dann haut dir die Sonne aus dem Zelt raus, weil es im Zelt auf einmal 30 Grad hat und dann fängst du an, mal langsam den Tag angehen lassen, dann machst du mal das Wasser heiß, dann machst du mal einen Kaffee, dann schaust du ein bisschen in die Natur, genießt es und dann fängst du langsam an zum Zusammenpacken und dann ist es so eine Routine, die dauert so ein, zwei Stunden bei mir. Dann bin ich wieder auf der Straße unterwegs, wieder zusammenpackt und dann fahre ich so weit, wie es mir taugt, dann bleibe ich wieder stehen. Manchmal auch nur 50 Kilometer. Und dann geht es wieder manchmal 500 Kilometer, je nach Lust und Laune, so wie es mir taugt zum Fahren. Du, weil jetzt, wenn die Maschine jetzt so komplett aufpackelt ist, jetzt weiß ich nicht so, jetzt denke ich mir halt, okay, jetzt fährt man so dahin mit dieser aufpackelten Maschine, dann muss man irgendwo reingehen, vielleicht will man hin und wieder was essen oder was trinken. Haben Sie da irgendwas pfladert? Nein, nie. Nie. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, dass mir was genommen wird, weil ich weiß, dass ich mehr habe als alle Leute, die dort unten sind. Und wenn halt einer die Not hat, dass er was nehmen muss, wer es braucht, na dann in Herrgotts Namen, dann soll er es haben. Ja. Also da. Ja. Ich kann es mir, wenn ich jetzt Panik hätte und sage, du hättest jetzt sonst die ganze Zeit, musst du sonst Angst haben. Und dann machst du ja die ganze Zeit Sorgen, das nehmen sie mal und das nehmen sie mal und das nehmen wir mal. Dann bist du ja auch wieder nicht frei, weil dann musst du die ganze Zeit sorgen. Was anderes ist schon, also du kannst jetzt nicht im Vorbeifahren eine Sehenswürdigkeit anschauen. Oder was die jetzt irgendwie, wenn ich dann in Peru bin, wenn du Machu Picchu fährst, dann kannst du jetzt nicht das Motorrad stehen lassen, wo alles drauf ist und das blind stehen lassen für ein paar Stunden. Das muss geplant sein und dann hast du halt entweder ein Zimmer oder ein Zelt oder einen Campingplatz, wo alles sicher verstaut ist. Dann fährst du leer hin, dann kannst du das stehen lassen. Also du musst halt anders planen, als wenn du mit dem Auto vorbeifährst, das abschließen kannst. Aber ja gut, das ist halt ein Nachteil, das man hat, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Aber dann könnte man Koffer nehmen, die man absperren kann und nein, ja. Koffer kann man nicht nehmen. Als Schneidwutz muss man so Taschen haben, oder? Wenn du bist ja nicht der Onkel Ramirez. Okay, geh hinten mit, nein.
Nein, und vor allem hätte ich Koffer drauf gehabt, die Hartschalenkoffer, wie es mich zerrissen hat das erste Mal, da wäre mein Unterschenkel abgewesen, weil ja das Motorrad ist ja auf mich draufgefallen und die Taschen hat halt mein Bein erwischt. Ja. Wenn es ein Koffer gewesen war mit einer harten Kante, dann hätte er ein gröberes Problem gehabt, weil dann war er unten freigeschwungen, der Haxen. Also, und es ist ja, und dann fliegst du halt einmal, und das wird dir irgendwann einmal, wenn du im Gelände unterwegs bist, das wird dir mal das Motorrad auf die Seiten hauen. Und wenn es die BMW einmal mit Gewicht auf die Koffer drauf hat und dann verzirkt es, dann kriegst du es wieder nicht gescheit zu, dann ist es wieder nicht ringlich, dann kannst du es erst wieder nicht absperren. Und ich habe gerne Stofftaschen. Also das ist, weil das fliegt da auf den Fuß drauf. Einmal hat es mich unter dem Motorrad begraben, da habe ich 5 Minuten gebraucht oder ein bisschen länger. Die ist halt auf mir draufgelegen in der Wüste im Sand und das war einzwickt. Und dann habe ich mal 5 Minuten gebraucht, dass ich mich da wieder befreie, dass ich aus dem Motorrad rauskriechen kann. Aber wenn es eben ein harter Koffer ist, dann hätte es mir mehr weh dann. Und so ist es ganz gut ausgegangen. Und wenn einer eine will, dann kommt er eh eine. Dann kommt er beim Koffer eine und dann kommt er, dann kann er, wenn du eine willst, dann kannst du eh nicht wehren, wenn sie was nehmen wollen. Aber es ist nie passiert. Nein, es ist nie passiert. Wenn was weg war, dann habe ich es eh meistens selber verloren. Ja. Du, und jetzt, ich glaube, im September, Ende September, fliegst du jetzt wieder rüber. Worauf freust du am meisten und wie lange wirst du jetzt unterwegs sein? Ich freue mich am meisten wieder, dass ich mit meinem Zelt, mit meinem Motorrad einfach frei fahren kann und stehen bleiben kann, wo es mich interessiert und dort einfach übernachten und weiterfahren. Das ist das Größte für mich. Ja. Da freue ich mich am meisten drauf und es wird wieder, ja, ich werde da schon wieder 1-2 Jahre habe ich vor, dass ich da, ja, weil ja, da unten, ich brauche ja nicht viel zum Leben dort. Aber du bleibst 1-2 Jahre bleibst jetzt in Südamerika? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also ich schaue, dass ich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren, dass ich da ja, den Süden von Brasilien und Peru mitkriege und ich schätze, dass ich so in 2 Jahren Richtung Ecuador kommen werde und dann nur mal so 1 Jahr Ecuador, Kolumbien. Je nachdem, ich möchte halt auch immer das Visum ausreizen und dort eben eintauchen in das Land und das ist eben wirklich Reisen und dann längere Zeit irgendwann am Ort verbringen, ganz besonders, wenn es so eine lange Zeit ist, dass du den Wechsel von Jahreszeiten siehst. Ja. Das ist dann, was die, weil ja, im Sommer sind halt alle gestresst und gleich und Ding, aber und dann kommt der Herbst, dann kommt der Frühling und das eben in einem anderen Land zu sehen, da verändern sich die Leute ein bisschen, da ziehen sie was anderes an und dann, das ist halt wirklich dann so eintauchen und das möchte ich ausnutzen und überall kennenlernen und aufsaugen und wie machen es die und das ist das, was ich habe so quasi, der Antrieb in meinem Leben ist, dass ich, bevor ich abtritt, möchte ich eigentlich so viel wie möglich gesehen haben von der Welt und von den Menschen und von den Leuten und wie es die anderen machen und einfach viel kennenlernen, das ist die Neugier und das, was mich treibt, dass ich mir das anschaue und ich bin draufgekommen, da ist so viel zum Schauen und so viel zum Sehen. Du kannst Jahrzehnte dort verbringen und du hast nicht alles gesehen und Das würde ich gerne weitermachen. Und jetzt bin ich so dabei, dass ich mich hinhangel, dass sich das ausgeht. Ja. Mit dem einen kann du ein bisschen was über die Fotografie reinkriegst, ein bisschen was über die Videos reinkriegst und dass sie das dann. Für Österreich würde es dann nicht ausgehen, im Winter zum bleiben, aber mit dem Motorrad in Bolivien geht sich das aus, wenn du wild kampierst. Und dass ich dann hinkomme, dass ich das einfach weitermachen kann, solange ich es machen will, dass ich das so leben kann, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das ist der Plan. Schneid. Das ist echt ein Wahnsinn. Und ich meine, die meisten von uns kennen es eh, Ride Hard, Travel Gentle. Das ist so quasi dein Reisetagebuch, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das machst du eh für dich persönlich und wir dürfen es halt auch mit anschauen. Aber es stimmt der Eindruck eigentlich, oder? Ja, das ist richtig. Ich mache es nicht. Ich habe da keinen Plan dahinter jetzt. Influencer-mäßig oder sowas, sondern ich mache die Videos eigentlich, das ist mein Tagebuch, mein Reisetagebuch und ich mache die so, wie es mir gefallen, ohne großen Plan, so wie ich das lässig finde, mit der Musik, die mir gefällt und die Eindrücke, weil wenn ich dann in 20, 30 Jahren mich nicht mehr rühren kann und im Schaukelstuhl sitze, dann kann ich meine Reise im Kopf nur einmal abfahren, dann kann ich nur einmal um die Welt fahren und schaue mir einfach meine Sachen an und dann kann ich das nur einmal nacherleben. Ich erwische mich manchmal sogar dabei, jetzt in Österreich habe ich auch alte Videos von mir angeschaut und das vergisst man ja dann auch mit der Zeit, wenn die Eindrücke einfach so viel werden, wenn es jeden Tag spektakulär ist, die Natur. Und dann irgendwann wird es dann alles einmal gleich und du hast dann eigentlich auch keinen Unterschied mehr, dann ist nichts mehr besonders mehr irgendwann, weil es ist ja, das Besondere ist dann das Normale und dann, ich bin dann auch nicht religiös, dann habe ich ja keinen Feiertag, dann habe ich kein Wochenende, dann ist der besondere Tag im Monat, wenn du die Wäsche waschst. Das wird dann was Besonderes. Und dann
Ja, und die Videos mache ich eigentlich ja, als Erinnerung für mich. Früher habe ich Tagebuch geführt und geschrieben. Das ist auch ganz, ganz lässig, aber nachdem ich kameraaffin bin und gern fotografiere, ist das für mich einfach ja, mein Tagebuch. Und ich lasse halt die anderen mein Tagebuch quasi lesen und gebe halt ein paar Tipps und was schauen können. Und viele schauen sich an, die sowas auch vorhaben und schauen sich an, ah, das ist ja klar, dort ist schön, dort möchte ich auch hin. Und dann sage ich ja immer, wo ich dort unterwegs bin und dass die Leute was rausfinden können und sagen ja. Und bedanken sich ja viele, dass sagen, ja, das ist super, dass du das machst. Und genauso habe ich sie auch gemacht, wie ich im Krankenhaus gelegen bin, habe ich mir Reisevideos von anderen angeschaut und gesagt, nein, dort möchte ich hin und dort. Und dann habe ich mir sie in der Karte markiert und dann, ja, jetzt gebe ich das weiter und die anderen können dann bei mir nachschauen und können das dann nachfahren oder wo sie halt hinwollen. Ja. Du, Schneid, ganz großartig. Ich finde es super, dass wir das jetzt geschafft haben, weil letztendlich dort, dass man dann in unserer Routine tut, wo da immer eins zum anderen kommt, ist gar nicht selbstverständlich, dass wenn du jetzt 2 Monate da bist oder so, dass wir es dann wirklich treffen. Jetzt haben wir das tatsächlich geschafft. Das ist ein Wahnsinn. Und du bist auch der Erste mit 2 Busgesprächen, weil jetzt haben wir ein 2. Busgespräch drauf am Schneidwurz. Und ja, du, ich finde es großartig, wie du das machst. Ich wünsche das Allerbeste und ich bin natürlich eh immer dabei am Kanal und bin selber gespannt, wie es dann weitergeht. Und vielleicht die Frage, die könnt ihr jetzt selber für mich nicht beantworten, vielleicht kannst du sie noch beantworten abschließend. Wenn du jetzt vorstellst, okay, du schaust jetzt gerade diese Tagebücher im Schaukelstuhl und kannst den immer wahnsinnig gut reden. Wo schaust du es dann, glaubst du, mit 90, sage ich jetzt? Wahrscheinlich haben wir einen alten 35mm Videoprojektor, weil kein Strom mehr da sein wird. Na, aber örtlich, wo bist du? Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das da gibt es kein. Ich muss ja nichts. Also dort, ich bin mir ziemlich sicher, dort, wo ich sein werde, wird es mir taugen. Ja, das ist das Beste zum Schluss. Bedanken uns ganz herzlich beim Zuhorchen, Schneidwutz. Ein Wahnsinn. Jawohl, herrlich, herrlich. Jawohl.